4 und einem eher unrühmlichen Rekord. Django Unchained. In Tarantinos Sklaven-Epos wird das Wort Nigger über unglaubliche 100 Mal benutzt. Ich glaube nicht, dass jemand behaupten kann, wir hätten das Wort mehr als im Jahr 1858 in Mississippi benutzt. Und wenn doch, sollen sie die Klappe halten. Es ist mein Job, die Wahrheit zu erzählen. Und noch ein not-so-funny-Fun-Fact am Rande. In der Szene, in der Leonardo DiCaprio auf den Tisch haut, verletzt er sich wirklich. Das Lustigste waren die Reaktionen. Als es passiert ist, öffnete ich die Hand, überall war Blut. Jamie ist fast umgekippt und Quentin hat so geguckt. Ein Film, der kein Blatt vor den Mund nimmt und seine Darsteller bluten lässt. Platz 4 für Django Unchained.